Hi Angel hier für tabletblog.de und Mobile Geeks. Wir sind gerade am Stand von Minix und wir haben hier drei Smart TV Hubs, auf denen Android läuft mit ARM-Prozessoren. Und die wollen wir uns jetzt mal der Reihe nach anschauen. Wir fangen an mit dem Minix Neo G4. Der soll $89 kosten. Da ist ein Cortex A9 Dual-Core-Prozessor drin, 1 GB RAM, Mali-G 100 GPU und 8 GB Flash-Speicher. Hier drauf läuft Android 4.0.4 High School Sandwich. Wenn wir dann nach oben gehen, sehen wir noch die Minix Neo T1. Das sind die drei, die wir jetzt hier zeigen. Die Smart TV-Hubs haben die gleiche Hardware, gleicher Prozessor. Hier ist jetzt aber noch eine Kamera mit dabei und ein Mikrofon. Wenn ihr also über euren Fernseher mit Skype telefonieren wollt, Videotelefonie machen möchtet. Auch hier, wie gesagt, da ist gerade ein Single-Core drin, aber soll ein Dual-Core reinkommen. Gehen wir hier runter, das ist wohl das High-End-Gerät, das Minix Neo X5. Damit kann man auch einen WLAN-Hotspot machen. Dann haben wir wieder einen Dual-Core Cortex A9-Prozessor, ein Rockchip, Mali 400 GPU, 1 GB RAM, 16 GB Flash-Speicher, eine ganze Menge an Anschlüssen hier oben, HDMI, USB und so weiter. Hier schauen wir uns mal das Interface der Smart TV Hubs an. Das kann man erstmal mit so einer Fernbedienung hier bedienen. Da haben wir zum einen eine ganz normale Tastatur mit ein paar Shortcuts und eine Maus, das gleichzeitig auch. Und wir sehen hier das Android 4.0 Ice Cream Sandwich Interface. Wir schauen uns an der YouTube-App und wollen uns ein Video anschauen. Natürlich ist in diesem Messehallen hier auf der IFA das Internet nicht das Beste. Und deshalb lädt es auch nicht ganz so schnell. Wir machen deshalb mal HD hier aus. Vielleicht lädt das Video jetzt. Eben gab es einen kleinen Bug, aber sonst scheint das ja größtenteils recht ordentlich zu funktionieren. Da lädt das jetzt auch das Video. Wenn wir gleich mal auf Vollbild machen. Wir können jetzt aus YouTube auf dem Fernseher schauen mit der Minix Neo X5 T1 und G4 Smart TV Hub. Das war das Video. Gehen wir mal hier raus, einfach aus YouTube. Und schauen uns noch ein bisschen weiter das Interface an. Das ist jetzt dieser Go Launcher HD, die Oberfläche, die wir hier sehen. Und ja, ist eben so wie ein Android-Tablet oder Smartphone auf dem Fernseher. Solche Geräte kennen wir ja auch schon. Und wir können jetzt zum Beispiel Angry Birds starten und dann eben auch mit dieser Fernbedienung hier spielen. Lädt jetzt irgendwie gehört, dann kann man natürlich sämtliche Android-Apps draufpacken. Starten einfach mal was schön Einfaches. Und hier können wir jetzt ganz normal Angry Birds spielen, so wie wir von Android kennen. Ja, das sind die Minix Neo X5, T1 und G4 Smart TV Hubs auf der IFA. Machen einen ganz interessanten Eindruck. Müssen wir mal anschauen, wie dann die fertigen Produkte alle aussehen. Gefällt mir bisher schon mal. Ich bin Angel für tabletblog.de und Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.